Morgen. It's all fake. Einen wunderschönen guten Morgen. Cool, ich hoffe, du hast abonniert, du Lump. Und ein Like. Ich weiß nicht, auf den Standort. Habe ich dir den geschickt? Ja, bis zum Nordkap, ne? Nur da werde ich heute nicht mehr ganz hinfahren. Ich werde mir vorher wohl ein Hotel suchen oder sowas.
in Oldafjord mal gucken oder in, ach Gott, Storre, irgendwas. Ey, das ist so hammermäßig geil. Hey. Klasse. Sag Bescheid, dann rufe ich dich nochmal an mit Bild. Und dann nehme ich dich mal ein paar Minuten mit auf der Reise hier. Oh, guten Morgen, muss halt Bild drehen, würde ich sagen. Nee, ich hab's quer. Hä? Was ist das Ding? Pass auf, da ruf ich nochmal an. Ich guck mal bei mir. Auf dem Kopf, aber auch nicht schlimm. Guten Tag. So, dann schalte ich mal um. Und zack. Kann man es erkennen? Das. Geplant nicht, aber sagen wir es so, schon seit, ach, bestimmt seit 20 Jahren plane ich das hier. Wollte ich hier hoch. Und jetzt hat es ja. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben. Resturlaub. Und ich wollte ja hier hoch, wenn es kalt ist. Was heißt kalt? Oder Schnee liegt auf jeden Fall. Kalt ist es nicht. Plus 2 Grad. Schön vereiste Straßen. Ja. Mal gucken, ja. Unterschiedlich. Am ersten Tag bin ich 27 Stunden gefahren am Stück. Ja. Ja, ohne Probleme. Letztes Jahr oder vor, sagen wir so, vorletztes Jahr wäre es so schwierig gewesen. Da hätte ich diese Route hier nicht fahren können. Weil mit dem,
Ich bin wohl der zweite, nee, ich bin der erste, der mit dem kleinsten Akku vom IONIQ hier hochfährt, diese Route über Norwegen an der Küste. Bin ich wohl der erste, wie ich das sehe im Internet. Siehst du anhand der Videos, findest keine. Du findest nur welche von dem Nachfolgemodell. Und das war Dave und Moritz, die waren vor 2 Jahren hier oben. Im Dezember, glaube ich, war das. Ich weiß gar nicht, ob die das Nordkap erreicht haben, weiß ich nicht. Hier ist eine Ampel, eher. Muss ich ja näher ranfahren? Boah, ich weiß es nicht. Warte mal, Fahrzeit, glaube ich, 7 Stunden oder so. Ist nicht mehr so weit. Soll wohl regnen, plus Grad. Ich weiß nicht, plus 6 oder sowas. Also nicht kalt. Ich fahre gleich mal rot über die Ampel. Eine Brücke. Eine schmale Brücke ist das. Mal gucken. Ja, da hinten kommt ein Auto an. So. Sobald der einer mich überholt und durchfährt, fahre ich hinterher. Das ist doch ein Witz hier. Ja, arbeiten und wettertechnisch war ihr das wohl nicht so ganz so schön. Aber wie gesagt, ich habe ganz am Anfang mal in Schweden hatte ich minus 9 Grad, das war's. Das war vor 2000 Kilometern. Also, ich habe jetzt weg, na, gucken wir mal, 3182. Grün. Ey, mit Vorderradantrieb. Bitte? Bitte? Ja. Richtig genial. Nee, überhaupt nicht. Ey, O2 ist das schlechteste Netz in Deutschland. Ja. Also ich werde so weit es geht zur Telekom wechseln. Vor allem, ich würde jetzt weiter streamen. Ich würde ja eigentlich weiter streamen, nur ich habe nur noch 6 GB. Und am Freitag kriege ich erst das neue Kontingent von O2. Wäre ich jetzt bei der Telekom, da kannst du dir ein Paket kaufen für, weiß ich nicht, 20 Euro oder sowas. Und da kannst du so lange streamen, wie du willst. Volle Pulle. Auch im Ausland, genau. Fürs Ausland. So ein Zusatzpaket. Gibt es bei O2 nicht. Wenn ich hier drüber komme, kostet mich 1 MB, glaube ich, 99 Cent oder sowas. Alter, da bin ich arm. Müsste ich warten. Ab Freitag habe ich wieder volles Ohr. Kann ich wieder machen ohne Ende. Ja, genau das. Also hätte ich jetzt durchgezogen. Oh, ein Tesla, Allrad. Wäre ich durchgezogen, dann wäre ich schon gestern da oben gewesen. Also von Samstagabend, wo ich gestartet bin, um 10:30 Uhr. Mal kurz 3.500 Kilometer innerhalb von 2,5 Tagen fahren. Also hätte geklappt. So, warte mal, ich stecke mal nach links. Ja, geht nicht weiter, scheiße. Das Meer. Bergen Fjord hier. Müssen irgendwo anhalten und nochmal rüberschwenken, richtig. Weil das ist der Knaller jetzt. Von da drüben bin ich hierher gekommen. Ich fahre ja um den Fjord einmal drum rum, damit ich weiterkomme. Also in Luftlinie ist es nicht mehr so weit. So, hier kann ich nochmal anhalten. Und so, jetzt kriegst du was zu sehen. Von da drüben bin ich hergekommen. Ey, das ist der Knaller, ey. Ja, mit meinem anderen Handy, da filme ich ja nonstop quasi. Seitdem ich losgefahren bin. Ja, hab mir 1 TB an Speicherkarten zugelegt und nehme schön auf in Full HD. Und die 500 GB sind noch nicht voll. Und da habe ich ja noch zwei.
Ja, sag so, die Tour an sich ist günstig, das Fahren. Ja, also mit dem E-Auto auf jeden Fall. Also ich bezahle, ich behaupte mal für eine Ladung um die 4 Euro vielleicht. Wenn überhaupt. Ja. Ionity kostet hier, na gut, hier gibt es keine Ionity mehr hier oben, bezahle ich zwischen 16 und 22 Cent die Kilowattstunde. Jetzt überleg mal, was du an Hausstrom bezahlst. In Deutschland kostet Ionity 35 Cent, also weniger als die Hälfte hier. Alter, das ist ja jetzt geil. Jetzt fahre ich ja hier bergauf. Boah. Ja, ich mache nachher noch mal einen Stream. Ich weiß nicht, heute noch mal streamen, mal gucken. Alles klar. Danke dir. Jo, mach's gut. Tschö. Morgen! So, ich schalte mal um. Ja, kannst du halt drauf lassen. Ich bleib hier. Kannst du was erkennen? Hier, die geilen Schilder. Elch. Alter, nur vereiste Pisten hier. Ja, geladen 32 Mal bis jetzt. Ich muss ja jede Ladesäule mitnehmen, weil die Abstände sonst so groß sind. Quasi alle mal 70 Kilometer fahren, mal 110. Aber ich lade auf jeden Fall so gut wie es geht immer voll, weil du weißt nicht, was passiert.
auf dem einen Teilabstück, da habe ich nach 5 Kilometern entschieden, ich fahre nochmal 5 Kilometer zurück und lade voll. Weil da ging es, weiß ich, 15 Kilometer nur bergauf, vereist, Schneematsch, Regen. Ey, das war eine Höllentour, die Stunde. Das war krass. Ja, sonst wäre ich nicht angekommen. Das ist ja so heftig. Ey, ich sage dir, hey, da kannst du nicht. Das ist unglaublich. Man kann es echt erkennen auf dem über WhatsApp. Das ist so geil. Das ist so der Hammer, ja. So, jetzt fahre ich zum Beispiel nur bergab. Ja. Mehr macht die nicht. Ja, ich habe ja Internet volles Rohr. Ja, also ich gehe weg von O2 so schnell es geht und dann zur Telekom. Vor allem, ich werde ja noch weiter streamen, aber ich kriege erst das neue Kontingent ab am Freitag. Und bei O2 hast du nicht die Möglichkeit nachzubuchen, ja, wie so ein Paket. Geht nicht. Bei Telekom, da kannst du sagen, ich bin im Ausland, ich brauche so ein Auslandspaket. Peng, da kriegst du eins, ich weiß nicht, 20 Euro. Und da kannst du Tag und Nacht durchstreamen. Volle Pulle. Das ist unlimited. Völlig genial. Alter, da hinten die Berge werden gerade angestrahlt in der Sonne, die Gipfel. Meine Fresse. Ja, also das hier ist blankes Eis auf der Straße. Nur Rollsplit drauf. Angeraut. Und das ist so geil hier zu fahren. Ach, gestern habe ich mir Zeit gelassen. Nee, arbeiten und mir war das zu kalt. Aber es ist nicht kalt. Es war vorgestern unterwegs wärmer als zu Hause. Da die 10 Grad. Also. Moin! Ja, gestern bin ich noch nach Tromsø gefahren. War auch genial, eine riesige Stadt, ja. Narvik. Alles klar. Jo, ciao, ciao. Ein bisschen später, ich lade nämlich erstmal. Ey, das ist hier glatt. Geil. Okay, bis gleich. Oh, guck mal, jetzt hier nochmal. Das ist so genial.
3,6 norwegische Kronen in Euro. Sechsunddreißig norwegische Kronen in Euro. Ach so.
Dave, ich habe überlegt, ich werde noch nach Hammerfest fahren.